Frankfurt, wo die Eintracht im Moment sensationell gut spielt. Ja! Und ich hoffe, sie ziehen den Bayern die Lederhosen aus. Ha? Und werden Meister. Keiner glaubt dran, ich will es hoffen. Ja, aber wird schwer. Ihr Lieben, ich habe mir überlegt, natürlich wurde gesagt von wegen, was singst du alles so Weihnachtslieder? Ist ja ein bisschen langweilig. Da singe ich auch ein paar Lieder von mir und beginne mit einem Titel, der gerade ganz aktuell ist. Und ich hoffe, ihr singt mit und wir werden euch richtig herausfordern. Ihr könnt beginnen. Bernhard Prinks auf der Bühne. Nichts aber der Himmel hält mich auf. Okay. Hossa. Oh. Yes. Ich bin nur ein Mann, der einzig weiß, dass er eigentlich gar nichts weiß. Ich bin nur ein Mann, mal stark und mal weich, mal Feuer, mal Eis. Und dann kommst du in meine Welt, bei dir fühle ich mich wie ein Held. In Ordnung? Ihr seid gut drauf. Darf ich du sagen überhaupt? Ja. Ja, oder muss mit ihm hier vorher Brüderschaft trinken oder sowas, ja? Ja, Harald Junk, unvergessen hat mal zu mir gesagt, Bernhard, du musst mit dem Publikum vor der Veranstaltung flirten. Sag ich, Harald, wie meint das? Trink mit ihm vorher Brüderschaft. Hab ich einmal gemacht, da stand ich in Bitterfeld da. Ist das eine geile Veranstaltung? Übernehmen wir den. Ihr Lieben, wir wollen Spaß haben, deswegen ein bisschen Programm von mir und dann kommen wir natürlich auf Weihnachtslieder, das ist ganz logisch. Und wir machen es ganz demokratisch. Demokratie ist ja gerade in aller Munde. Wir machen das ganz demokratisch. Ihr dürft ja wünschen von mir, was ihr hören wollt. Und ich bestimme dann, was ich singe. Das ist Demokratie. In der Neuzeit. Ja? Also was willst du hören? Lied an die Liebe kommt auf jeden Fall, weil es passt zu Weihnachten wunderbar. Ja.
Sieben Fässer Wein, das von Roland Kaiser, Mensch. Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Mann, Mann, Mann. Ja, aber mit euch setze ich alles auf Sie. Ich setze alles auf Sie. Habt ihr Hände und Füße? Trotz Weihnachten? Ich hab geglaubt, du bist mein Leben. Ich teilte hoch und tief mit dir. So wie ein Kind steh ich im Regen. Nur nicht mehr da, weit weg von dir. Geträumte Träume verlaufen, so wie Wasserfarben auf Papier. Meine Tränen, die sieht niemand, frag mich nicht.
Sicher auch du, mein
Ich habe doch gesagt, ich bin hochsensibel, ich brauche das. Da bin ich wie die Politiker. Sind auch sensibel. Aber bei den jetzigen im Moment, glaube ich, ist wohl keine Zugabe. Das ist das Problem. Ihr Lieben, aber nichts zur Politik. Also ich habe selten so einen sympathischen Bürgermeister erlebt wie hier heute. Was denn, mein Kleiner? Wenn du noch einmal Papa zu mir sagst, ist was los? Ich war schon oft in Frankfurt, aber... Ja? Ihr Lieben, wir haben komische Zeiten. Was die Menschen antun zurzeit auf der Welt, ist nicht zu, wirklich nicht zu nachzuvollziehen. Ist der Wahnsinn schlechthin. Und ich habe vorhin gehört, dieser Titel wird unbedingt gewünscht. Und früher haben wir da, oder haben die Fans Feuerzeuge angemacht. Jetzt raucht ja keiner mehr. Ja, es ist so. Die Wunderkerzen sind out. Aber die Handylichter, die Frau hat sofort geschnallt. Macht bitte alle Handylichter an. Es geht um Liebe, Vertrauen. Es geht um alles. Ja, und es wird sowas von Zeit in dieser verrückten Zeit. Wir besingen die Lieder an die Liebe. Yes! Wo sind die Handylichter? Schön! Ja, ganz Frankfurt! Sie reden alle nur von Frieden und von mehr Toleranz. Sie machen alle so oft cool und ihre Eitelkeit tanzt. Hier in Frankfurt natürlich. Mir wird ja oft gefragt, woher kommst du eigentlich überhaupt? Ich komme gebürtig aus Nordhorn. Kennt das jemand? Ja, guck mal hier, holländische Grenze. Ich bin da so eine halbe Holländer. Ich bin toll, Rüdiger Elmer. Ich bin toll, ne? Und bin lebe seit gut 50 Jahren, seit 72, in einem Vorort von Frankfurt in Berlin.
Da werde ich oft gefragt, was war dein größter Hit? Das ist ja heute gar nicht mehr so einfach, weil man muss jungen Leuten ja erklären, was eine Schallplatte war. Vinyl mit A- und B-Seite, das kennen die gar nicht mehr. Die kennen Kassetten, CDs und was ich alles, was dazwischen gab, MDs und der weiß der Geier alles. Die Zeit ist so schnelllebig geworden. Heute wird gedownloadet, heute wird gestreamt. Der Wahnsinn schlechthin. Und der Song, der jetzt kommt, der war mein größter, nach wie vor größter Erfolg, aber damals, als noch Schallplatten verkauft wurden. Das kann man gar nicht mehr glauben, in den 70er Jahren. Da warst du schon da? Alter Schwede, du siehst ja aus wie eine neueste Mischung aus Boris Becker und George Clooney. Ja? Viel jünger, aber toll. Und ich habe mir gedacht, da singe ich mal kurz eine Version an. Und pass mal auf, ob ihr kennt. Liebe auf Zeit. Mädchen zu haben, bei jedem mal diese, der Größte zu sein, das war meine Devise. Ich wechselte sie wie mein Hemd jeden Tag, nach Gefühlen hab ich nie gefragt. Doch dann über Nacht, jetzt kommen wir zur Weihnachtsabteilung. Ja, nicht, dass er wieder Zeitung steht, der hat ja viel zu wenig Weihnachtslieder gesungen. Ich liebe ja Weihnachten, die Stimmung ist wunderbar. Aber wir haben heute 25. November, ist noch weit entfernt. Und plötzlich sind 16 Grad. Ich habe schon dicke Jacke mit, alles, jetzt ziehe ich mich schon fast aus hier, du. Guck mal an, ja? Oh, schwitze wie Sau. Weil die meisten Leute glauben, man schmeißt hinten beim Sänger 5 Euro rein, dann läuft, geht das los. Über einer Musikbox. Nein, man muss körperlich ein bisschen mit agieren. Ihr Lieben, wenn ihr eine Frage habt, fragt mich ruhig. Ja, ich beantworte alles. Okay, fast alles. Ihr Lieben, ich habe ja vor letztem Jahr ein neues Weihnachtsalbum gemacht, vor 30 Jahren das erste und jetzt das zweite und habe mir gedacht, ein Song, der ganz ein eigener Song ist von mir, kennen einige, aber ist kein klassischer Weihnachtssong, weil man kommt ja an den klassischen Weihnachtssongs nicht vorbei. Aber den singe ich jetzt, wenn es kalt wird, auf der Welt. Heute nicht, aber morgen vielleicht. Wer weiß? Jetzt kommt das Weihnachtsprogramm. Ein farbenfroher Herbst ist nun vorüber.
Schnee vom Himmel. Am Fenster schon die Eisblumen blühen. Die weiße Pracht erfreut alle Kinder. Denn Weihnachten steht bald vor. Und es gibt ja so für jeden ein Weihnachtslied, was ihm besonders gut gefällt. Deins? Hast du kein besonderes? Ich dachte, du willst Wham sagen, Michael. Ne? Last Christmas in Frankfurt am Main. Lass Bayern München letzter sein. Ach, was soll ich? Ja, da kommst du hier vorne. Hitparade früher. Ein fabelhafter Kollege, hier ist er, ihr und unser, der bringt der Bern, ich sag mal fünf, reiner Farb. Ja? Das war noch Zeit. Aber jetzt kommt mein Lieblingsweihnachtslied. Ich habe das gesehen in meinem Film damals von Heinche. Hein Simons, ja, so lange ist das her. Also 100 Jahre her. Ich habe schon vorhin Angst gehabt, dass einer sagt, ich werde Gründungsmitglied der Feuerwehr, 150 Jahre alt. Ja, habe ich mir gedacht, oh, geschwitzt, ob der Bürgermeister das raushaut. Nein, Spaß beiseite. Und zwar das Lied, ich mag das unheimlich gern, ich weiß gar nicht warum ganz genau, aber ich liebe dieses Lied. Und ihr singt bitte alle mit Heinche Bumbaichi. Thank you.
Fehler, da haben wir eine Zugabe noch. Und ich bin gleich hier vorne, schreibe auf Arme, Beine, Brüste. Autogramm, ich habe Karten, alles dabei. Nacktfotos von Helene Fischer mit dem Silbereisen drüber. Ihr Lieben, ich wünsche ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest. Alles erdenklich Gute, bleibt gesund. Ich sage immer, man kann alles bekämpfen, das Finanzamt, böse Nachbarn. Aber Gesundheit ist die Basis für alles. Ja? Und ich habe einen Song noch zum Abschluss ausgedacht, der ist so toll, von Leonard Cohen im Original. Man darf auch gar keinen deutschen Text machen, also musste der bringt sich das Englische reinprügeln. Ja, hat gesagt, dann singe ich es im Original und ihr kennt ihn ganz sicher alle. Und wie gesagt, alles Gute. Ich bleibe ihr und euer Bernhard Brink. Und hier ist zum Abschluss Halleluja! Vielen Dank, Bernhard Brink, für dieses stimmungsvolle Konzert.